Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch zum neuen Teil. Ja, was soll ich sagen? Mich hat es doch noch mal ins Hausgewässer verschlagen, da ich, besser gesagt, da meine Frau das wollte. Da sie sich hier sehr wohl fühlt, habe ich dann kurz entschieden, dass wir uns eine Woche hier an dem See aufhalten. Ja, wie ist der Plan? Ja, der Plan ist so wie letzte Mal. Also wird weiter Lockstoff getestet. Und ich hoffe, dass ich den ersten Aal dieses Jahr auf Köderfisch überzeugen kann. Da sie ja bisher alle nur auf Wurm gebissen haben, auf richtige Taubenbünde, so wie ich es euch gezeigt habe, bin ich mal gespannt. Also eine liegt definitiv auf Wels draußen und die andere eben mit Köderfisch mit Lockstoff. Ich werde jetzt mal die Krabbe probieren und werde dann so variieren zwischendurch. Und dann schauen wir mal, ob ich euch dann mal wieder was Schönes zeigen kann. Ich bin gespannt. Seid gespannt? Und dann gucken wir mal, was wir hier so auf der Matte ruppeln können. Ja, also Wetter ist warm. Soll auch stellenweise ein bisschen Regen kommen. Dann haben wir Gott sei Dank nicht so viele Mücken. So wie ich festgestellt habe, sind die Zecken schon sehr aktiv. Also wir müssen uns hier jeden Tag kontrollieren. Es sind erstaunlicherweise auch viele ganz kleine. Also da muss man schon mit der Brille ganz genau hingucken. Ja, die Woche soll durchwachsen werden. Also so Temperaturen zwischen 28 Grad und, was hatte ich gesehen vorhin, 25, 24 Grad. Ja, bewölkt, teils klar, teils sonnig, also ich sag mal so ein kompletter Mix. Also denke ich mal, werden auch ziemlich viel Luftdruckschwankungen dabei sein. Also denke ich mir, wenn es so läuft wie letztes Jahr, dann könnte dieses kurze Zeitfenster von hohem Luftdruck auf tiefen Luftdruck entscheidend sein. Da spielt dann auch, ich sag mal, die Zeit keine Rolle. Dann beißen sie genauso tagsüber wie nachts. Und dann gucken wir mal. Ja, so, das war erstmal soweit. Wieder länger gequatscht als ich wollte. Aber so, Leute, hat gerade ein bisschen nach dem Regen. Köderfisch liegt seit heute Morgen drinnen. Die Kamera steht auf dem Boot, das wackelt ein bisschen. Dass ihr euch nicht wundert. Wieder auf Uglei mit Krabbenöl. Nun werden wir mal gucken. Er zieht immer noch fleißig. Was das so ist. Bisschen größer.
15 Uhr. Der Köderfisch lag jetzt mit Krabbenöl ungefähr 4 Stunden im Wasser, 3,5. Und ihr habt ja gerade gesehen, was passiert ist. Ich zeige ihn euch nochmal. Also ich kann nicht nur Aal, ich kann auch kleine Welse, muss ich mal sagen. Aber besser wie gar nichts. So, da ist er. Schaut ihn euch an. Hat also den Uckel auch richtig schön einverleibt. Oops. Alter, macht ihr Theater. Jawollo, Aal Nummer 1. Kommt ihn gleich zu sehen. Was soll ich sagen? Es hat gerade gerappelt, wir haben es jetzt gerade mal 20 Uhr. Ich hatte jetzt den Köderfisch gewechselt nochmal, weil er tagsüber drinnen lag. Hab ihn nochmal mit Krabbenöl eingesprüht.
Und ich zeige euch jetzt mal das Resultat. Mal gucken, ob er mitspielt. Er ist schön schleimig und mag auch nicht so, wie ich will. Er mag nicht. Aber gut, kennen wir ja. Nicht mal der Spezialgriff hilft. Da ist er. Da. Also ist wieder ein schönes Stück. Ich habe ihm jetzt mal ein Blatt vom Kopf gemacht, deswegen war er ein bisschen unruhig. Also hier ist er. Da ist er. Jetzt hat er vorne das Blatt drauf, aber egal. Also, ihr seht jetzt wieder ein schönes Stück. Also ich bin zufrieden. Super. Kann so weitergehen. Gut, bis nachher. Tschüss, tschüss. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ja, kurzer Zwischenstand. Aktuell Regen. Ich habe jetzt überlegt, da die letzte Nacht gar nichts passiert ist, werde ich mal meinen Rotpot umstellen. Und werde mal gucken, werde jetzt mal so 30, 40 Meter in eine andere Richtung angeln. Mal gucken, ob da vielleicht was passiert. Ja, ansonsten kann ich sagen, bin ich schon zufrieden. Und schauen wir mal, was wir jetzt hier noch die letzte Nacht noch so rauszaubern können, ob überhaupt was kommt. Weil aktuell ist die Wetterlage eigentlich so, wo ich auch wieder schlechte Erfahrungen an dem See gemacht habe. Aber kann sich ja auch mal anders ereignen, die ganze Geschichte. Man weiß ja nicht, was die Jungs und Mädels da unten so treiben. Ja, wie gesagt, so der kurze Zwischenstand. Und sobald es hier rappelt, meldet mich nochmal. Und dann sehen wir uns hoffentlich nachher nochmal wieder, wa? Jo, alles klar. Ach so, apropos. An Anbetracht der Tatsache, dass das Wetter also sehr bescheiden ist aktuell, Montage werde ich euch nochmal in den nächsten Film mit drin packen, weil das ist hier alles nass und das ist nicht gut für die Technik. Deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen kurz halten. Gut, das war's jetzt erstmal. Montage also beim nächsten Mal, da werde ich euch dann mal so einige vorstellen nochmal und nochmal die alte Montage, die ich eigentlich am liebsten fische, vorstellen und dann werden wir sehen, wa? Jo, alles klar. Tschüss, tschüss. Ja, die hat einen aus dem Stand genommen eben. Der ist also richtig hier in die Heimat. Na, schauen wir mal. Scheint da eine kurze Pause zu machen.
alte Spiel. Aber jetzt aktuell wirklich nur Köderfisch. Der ist jetzt auf Natur gekommen. Also nicht gepimpt, kein Krabbenöl, kein Leberspray, gar nichts. Der hat jetzt Natur genommen. Ich zeige ihn euch mal. Ist auch wieder ein sehr schöner, muss ich sagen. Da ist er. Also ist eine schöne Schlange, würde ich sagen. Hat auch nur, ich sag mal, ca. 20 Meter Schnur genommen. Mehr waren es nicht. Also er hat ihn voll Wolli genommen. Der läuft sehr gut. Da ist auch ein großer Köderfisch drauf, also da muss ich ein bisschen länger warten.
irgendwo am Baum. Jetzt ist er frei, hoffe ich. Oder der ist im Krautfeld. Das kann natürlich auch sein. Boah. Leute, das ist eine richtige Rakete. Die hat mir auch ganz schön was abverlangt jetzt. Boah. So, jetzt kommt eine Abhackmotte und dann zeige ich ihn euch noch mal richtig. Alter Falter. Ja, Leute. Ihr habt sie sehen, es läuft schon wieder die andere Route ab, da werde ich mal gleich drum kümmern. Ich zeige ihn euch. Also das ist eine richtig schöne Granate. Wird auch nicht einfach ihn zu halten, sage ich gleich. Da ist er. Guckt ihn euch an. Also das ist ein richtiger Ochse. Also ich sag mal, der wird über 2 Kilo haben. Da ist er. Ja, wie gesagt, der ist definitiv über 2 Kilo. Wird auch so um die 98 cm haben, wenn ich die Abhackmatte nehme. Die ist 1 Meter. Also da fehlt schon noch so ein Stück. Ja, da ist er. Wie immer am Schluss kurze Fazit. Ich sag mal so, Lockstoff hat wieder funktioniert. Es funktioniert aber auch ohne Lockstoff. Also man kann beides verwenden. Wie ihr gesehen habt, der erste Aal und der Wels kam auf Köderfisch mit Krabbenöl. War auch noch, sag ich mal, frühe Zeit.
war jetzt nicht irgendwie nachts oder abends, so auf den Nachmittag. So, dann war eine Nacht, wo ich nur mit Naturköder geangelt habe, also ohne was. Da sind dann zwei Aale gekommen. Dann gab es natürlich auch Zeiten, wo total ruhig war, wo überhaupt nichts passiert ist. Aber ich sage mal so als Resümee, Lockstoff funktioniert. Also funktioniert. Die Erfahrung habe ich ja eigentlich schon immer gemacht. Ich wollte es jetzt eigentlich nur mal dokumentieren. Es gibt bestimmte Zeiten, wo es funktioniert und bestimmte Zeiten, wo es nicht funktioniert. Ja, ansonsten bin ich also mit dem Ausgang oder mit dem Erfolg sehr zufrieden. Hätte ich jetzt selber nicht mit gerechnet, weil auch ziemlich gravierende Wetterschwankungen drin waren in der kleinen Tour. Ja, Regen, Wind, Sonne, warm. Temperatursturz von 28 Grad auf 20 Grad oder 23 Grad. Also es war alles dabei. Daraus resultieren natürlich auch starke Luftdruckschwankungen. Und in dem kleinen Zeitfenster, wo die Fische aktiv war, haben sie auch gebissen. Also, ich sag mal so, alles richtig gemacht. Ja, dann bedanke ich mich und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal so machen. Also in Anbetracht der Tatsache, da das hier dieses Jahr an mein Hausgewässer so super läuft, muss ich sagen, also echt gut, im Gegensatz zum letzten Jahr, wird es höchstwahrscheinlich nochmal eine Tour hierher geben. Eine Tour wird es höchstwahrscheinlich entweder am stark fließenden Gewässer geben oder am Kanal. Da werde ich dann natürlich auch die restlichen Lockstoffe testen und werde darüber berichten. Also ihr könnt davon ausgehen, zur Neumondzeit im August, zur Neumondzeit im September sitze ich definitiv am Wasser. Ob es zwischendurch nochmal wird, was wird, weiß ich nicht. Die Arbeit ruft. Also diesen Monat wird es definitiv nichts mehr im Juli. Da bin ich nur am Schaffen und dann sage ich Tschüssi und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Jo, tschüss.